Ja, servus, grüßt euch und hallo und herzlich willkommen zur nächsten Runde 7 Days to Die. Wir sind hier in unserer Baukuhle. Und wenn wir ganz schnell Motorwerkzeugteile finden sollten, sind das hier die letzten Schläge mit der Pike. Oder aber der Trader ist am nächsten Tag vielleicht zu verkaufen hat, das wäre so toll. Ansonsten, wir haben ja ein bisschen Zeit, könnten wir vielleicht noch mal ein paar Werkstätten suchen. Vielleicht haben die ja diese Motorteile für uns. Und am besten noch das eine oder andere Auto schrauben. Für den Motor, für den Bohrer. Naja, Motoren könnten wir sowieso eigentlich schon wieder gebrauchen, obwohl wir haben eigentlich auch gut Batterien. Könnten wir eigentlich auch die nächsten Fallen mit einer Batteriebank machen. Na, es ist zwar gleich 3 Uhr, aber wir haben genug Kaffee. Kaffee rein hier. Eigentlich mal gucken. Ich kann mir auch diesen Kuchen schon machen. Ja, und natürlich vergesse ich immer wieder diese nerdige Brille aufzusetzen, wenn ich irgendwas mit XP mache. Da muss ich auch unbedingt mal dran denken. Vor allem dann so in der nächsten Alpha, wenn man sie hat, dann wirklich mal immer schon dran denken. Weil so 10% mehr XP, das ist schon ordentlich. Hier ist der Turm noch aktiv. Na, ich habe schon wieder gedacht, ich hätte was gehört. Komm, soll reichen. Jetzt bringen wir erstmal den neuen fahrbaren Untersatz auf den Weg, wenn wir das hinkriegen. Ah, wir haben keinen Motor. Nee, also machen wir das doch nicht. Aber warte mal, wir können natürlich die Teile wahrscheinlich schon mal produzieren. Das bringen wir schon mal in Auftrag. Mal kurz gucken. Wir müssen eigentlich mal hier ran. So, ein paar Steinchen mitnehmen. Einschmelzung, sieht gut aus. Ja, läuft. So, warte mal. Motor. Rad. Da, Fahrwerk. Stahl, mechanisch, Klebeband, Leder, elektrisch. Noch ein Lämpchen.
So, die Klebeband, Leder. Ne, die Reifen brauche ich noch nicht. Die brauche ich erst beim Zusammensetzen des Motorrads. Und Stahl. So, Motorradfahrwerk. Oh, für den Lenker fehlt wieder irgendwas. Die Schraubenfeder. Aber nur zwei Stück. Achso, sechs Eisenrohre brauchen wir auch noch. So, das ist schon mal. Ne, warte mal, nein. Für den Motorradleck. Ah, fehlen noch drei Klebeband. Sollte kein Problem sein. Wo ist er? Da. Der Motorradlenker, den brauchen wir. Ja, und dann die zwei Räder haben wir. Motor und Batterie haben wir auch. Wunderbar. Nur noch den Motor organisieren. Ja, dann machen wir uns jetzt auf den Weg zum Trailer. Natürlich mit Kohle. Boah, mit Gold. So, lass mal kurz gucken. Das muss repariert werden. Das. Oh, schon mal schnell. Kann man den überhaupt verkaufen? Ja. So, was haben wir hier für Mods? Mal alles mitnehmen. Helmlicht-Mod. Ich meine, wir haben ja einen dran. Aber gut, ist eigentlich nicht schlecht, einen auf Tasche zu haben. Die Mods, die ich behalten will, die lege ich mir mal hier hin. So, ergonomischer Griff. Haben wir hier schon drin, ne? Nee, aber nicht. Der kann da rein. Bekräftigender Griff. Hier haben wir den drin. Verbindungsmod. Könnten wir in die eine Rüstung reinballern. Und den Waffentaschenlampenmod an beliebiger Feuerwaffe oder einer Armbrust zu installieren. So. Verändern. Du kriegst den rein. Verändern. Ach nee, den wollte ich mir aufheben. Dann den hier, 67. Was bringt denn das? Immerhin auf 268. Ja, das machen wir. So, und den haben wir hier im Bogen noch nicht. Packen wir den noch da rein. Richtig fett Kohle. Ja, es ist doch schön. So. Tanken. Sprit hier rein. Kannst du auch erstmal da rein. Ah, hier könnte ich mir eigentlich so einen Diamantklingenmod mal machen. Den darf ich ja, glaube ich, schon bauen. So, auch wenn unser gleich aufmacht, unseren nehmen wir dann auf der Rückfahrt. Da ist nur ein Auto. Oh,
und sogar zum Looten. Na, immer diese Stahlvorschlaghammerteile. Motor, Motor. Ich brauche ja auch zwei. Einen fürs Motorrad und einen für den Bohrer. Das ist schon mal der erste. Hm? Ich bin voll? Ach ja. Natürlich wegen dem ganzen Trader-Stuff. Den Motor raus. Komm, dann legen wir den Spaten auch erstmal raus, um Platz zu haben. Dich weg. So, jetzt sind wir quasi erstmal wieder sauber. Mitnehmen. Wir müssen erst zum Trader. Warte mal, der müsste noch da sein, ne? Ja, so ist es. Komm, hier mal markieren. Finde ich's besser. Boah, das geht jetzt richtig voran, ey. Wir werden bald das Motorrad haben. Wir werden bald den Bohrer haben. Wir werden die Nagelpistole uns auch bauen. Unterwegs sich doch mal ein Auto. Oh, 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 oh. Weil es schon leer geschraubt hier. Da kommt ein Auto. Das wird aber kein Motor haben. Obwohl doch. Könnte eins haben. Tja, Stahlsperrteile. Wir können natürlich jedes Öl gebrauchen. Ist da vielleicht noch ein Motor drin? Ja, ein Auto. Funzel brauchen wir, denke ich, nicht. Ich wollte es nicht sagen, da ist doch was drin. Oh, ist doch ein Ferrari. Ich dachte erst nicht. Der bringt uns sogar Loot mit. Ey, Motor, Werkzeugteile? Tatsächlich. Wir haben sie zusammen. Oh, wir haben aber keinen Platz mehr. Kurz ablegen. Ey, Loot, du bleibst da liegen. Ey, weh, du haust ab. Schnell alles raus. Raus, 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 raus. Und, jawohl, also den Bohrer haben wir schon mal. Ist aber scheißegal, wir fahren da trotzdem. Alter, also, warte mal, Auto auseinandernehmen. Wir brauchen noch einen Motor mehr. Also Minimum. Da noch was? Nö. Ja, kann ich wieder nicht mitnehmen. Lass mich ans Bike ran. Ey. Dennoch das und das. Ja, wenn wir schon mal hier waren, ne, dann wollen wir auch alles mitnehmen. Guck mal, ein Rocker. Schon wieder 750 XP. Und hier ist noch alles leer. Außer der Müll.
denn dieses scheiß Gras immer? Geil, gleich zwei. Und da gibt es wieder schlechtes Wetter. Ich glaube, ich hatte das schon mal in irgendeinem älteren Let's Play erwähnt. Ich weiß nicht, ob es Alpha 19, 18 oder so war. Unheimlich geil, was dieses Spiel auf noch eine ganz andere Ebene heben würde, wären Jahreszeiten. Der wollte mir eine knallen. Während der Fahrt. Sag mal, ey. Schon mal was von Sicherheit im Straßenverkehr gehört? Denn mit diesen Jahreszeiten, das wäre so geil. Eben, ne? Optimal wäre es dann halt, ne? Mit so, was weiß ich, mit Beginn des Frühlings. Startet man in das Game und da muss man halt alles gut vorbereiten und dann der Winter müsste echt hart sein. Das wäre sehr geil, dass man halt wenn man zu lange draußen ist, erfrieren kann und all sowas. Ich bin mal gespannt, ob wir jetzt mal wieder ohne Geier durchkommen. Komm, dich nehmen wir auch mit. Oh. Durch den Wechsel auf die Axt konnte er mir noch eingeben. Das sind die Wurstfinger. Hier haben wir nochmal ein Auto. Aber warte mal. Obwohl doch, ist genug Platz. Ah, Batterie. Schade. Aber ich denke mal, in der Stadt gibt es noch genug Autos. Oh ja, du unfreundliches Arschloch. So, jetzt kriegst du erstmal billige Dollar von mir. So, jetzt gibt's noch ein bisschen Gold. Und jetzt das richtige Messer verkaufen. Ah, kein Interesse daran. Das mag alles.
So, erstmal alles verhökert. Und was hast du denn Schönes? Nicht so der Hit. Nichts übersehen? Nee. Was für Mods hat er? Nur die Sachen, die ich ihm verkauft habe. Nur 5er selbstgebaute Waffen. Shit, man. Ja. I treat you that good and you don't even fucking tip me. Nö, weil du ja nur Scheiße hattest. So, jetzt wollen wir uns hier doch mal umgucken. Wenn ich nochmal ein Auto mit einem Motor finden. Ja, obwohl, das ist ein ziemlich fertiges Auto. Oh, die Donny. Wieder eine Batterie. Aber auch wenig Öl. Hier, eine Tankstelle. Können wir hier noch ein paar geile Teile abstauben? Ja, Hühnchen, keine Angst. Dich brauche ich nicht mehr. Wieder eine 6er Batterie. Ich glaube, das ist jetzt schon die dritte volle 6er Batterie, die wir haben. Oh, hinter mir. Ja, hast du es hinter dir? So, das konnten wir noch loswerden. Da können wir das Leder noch loswerden. Da kommt sie. So, dann sind wir wieder gut leer. Können wieder ein bisschen schrauben. Ja, nach der nächsten Zombie-Nacht dann auf jeden Fall hier mal in die Stadt rein und looten. Wir brauchen diesen Messbecher. Angenatzt hat er mich. Und da hinten war irgendwo noch einer. Ja, den werde ich wohl nicht erwischen, der ist so verwirrt im Moment. Da läuft er rum. Der andere kommt zurück. Den haben wir. Können wir durch den Zaun schießen? Was? Haben wir sie beide? Gibt noch nicht mal einen Pfeil hier? Die können wir eigentlich mal schnetzeln. Mit unserem neuen Supermesser.
dort mal geparkt. Achso, warte mal, hier nochmal reingucken. Da hängt ja manchmal auch so ein Motor dann in dem Werkstattteil. Ich wollte es gerade sagen, Zombies aufwachen. Oh, der ist feral. Da ist bestimmt auch noch was drin. Ein bisschen Dreckwasser. Ist da noch was hinter? Meistens ein Rucksack. Genau. Auch ein Döschen. Könnte da oben noch was sein? Bisschen Kohle. Ich krieg meistens in diesen Waffenkisten Schrotmuni. Oder diese dämlichen Bolzen. So, gucken wir mal, ob da oben noch was ist. Ja, eine Waffentasche. Mit immerhin drei Stahlschlagringteilen. Schon wieder irgendwo draußen Kojote. Gibt's da noch was? Nö. Vorschlaghammerteile und wieder ein Rad. Oh, wieder ein Buch, was wir noch nicht haben. Nadel und Faden 7. Taschen. Fleißige Arbeiter und Arbeiterinnen können nie genug Taschen haben. Lerne Doppeltaschen-Mods für Kleidung zu fertigen. Das ist ja wunderbar. Warte mal. Doppeltaschen-Mod? Bin ich ganz ehrlich, hier muss ich mal kurz glotzen. Ich weiß gar nicht, ob in ein Kopftuch überhaupt was rein darf. So, hier ist ein Taschen-Mod drin. Da ist auch ein Taschenmod drin. Ja, da kann jeweils ein Doppeltaschenmod. Das bedeutet schon wieder drei Plätze mehr. Und hier? Weiß ich nicht, wie es bei den Stiefeln aussieht. Vielleicht kann ja hier und hier auch noch was rein, aber das glaube ich eigentlich nicht. Aber das ist toll, ey. Was braucht man dafür denn Doppel? Also, nein. Lederkleber und Stoff jetzt ein nächstes. Das ist ja wunderbar. Die machen wir uns natürlich gleich, wenn wir in der Base sind. Das war schon mal ein cooler Fund. Na, dann machen wir mal wieder ein bisschen was. Ablegen hier. Ja, kommt man noch mal ein paar Plätze schaffen. So, jetzt weiter im Text. Da ist ein Auto. Wir brauchen ja immer noch den Motor. Und das ist sogar ein gutes Auto. Soll wohl der Kojot rumeiern. Ein geiziges Auto. Können wir das hier nicht irgendwie besser machen? Genau, sowas wie Rohre sammeln wir jedoch sowieso die ganze Zeit irgendwie ein. Schraubenfedern genauso. Aber das wahrscheinlich nicht.
Genau, Stofffetzen werden wir die ganze Zeit einsammeln, aber Geld wahrscheinlich nicht. Öl, dafür Kaffee rein. Hier mechanische Teile. Für Knochen weg. Elektrische. Für Fett. Eisen. Und dafür das raus. Nehmen wir sonst noch was, was wir beim Autoschrauben die ganze Zeit eh einsammeln. Nö, ne? Aber da wir davon eh einen Stack hier haben. Davon haben wir einen da. Mineralwasser raus. Ja, da könnten wir auch noch zwei loswerden. Oh, und dann geht die Tour weiter. Oh, hier ist wieder das Stadtzentrum, ne? Wenn ich hier baller, dann geht's richtig ab. Aber hier ist der Parking. Das ist natürlich sehr passend. Scheinen zwei normale zu sein. Täschchen? Obwohl, bloß nicht zu viel mitnehmen. Oh, die ist feral. Da, die ist weg. Könnten natürlich wieder von allen Seiten kommen. Ja, ich glaube, das Parkhaus bin ich schon mal durchgegangen, ne? Deswegen stehen hier nur noch diese alten, abgegammelten Autos. Ja, ist egal, Öl bringen die trotzdem. Da sind schon wieder 9 Öl. Oh, kommt gleich eine Ferrari. Alter! Die hat aber gezittert, ey. Oh, scheiß Spinnenfreak. Der hat auf jeden Fall mal wieder Loot gelassen. Futter. Ich noch einen essen. Ziehen wir uns ein Wasser rein. Oh, was hast du Schönes? Naja, immerhin ein bisschen Muni, was ich gerade verballert habe. Und Bier. Bier ist immer gut. So, und wir haben hier auf dem obersten Deck des Parkhauses das Ende der Folge erreicht. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis denne und ciao.